Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Battlefront. Ich komme kurz durch mein Equip. Wir sind am Start hier mit der A280C, dem Rebellenstandardgewehr und meinen typischen Händen. Und wir spielen Kampfläuferangriff. Und wie sollte es anders sein? Natürlich auf meiner absoluten Lieblingsmap, Friedhof der Giganten, zumindest was die großen Maps angeht. Denn hier Fracht und so ein Kram, da kann man die Map ja hier nicht spielen. Und denn die kleinen Maps, da habe ich viele Lieblingsmaps, wenn man so will. Die kleinen Maps finde ich eigentlich alle geil. Oha. Ich sehe ein AT-AT. Wir haben den Uplink der Rebellen deaktiviert. Lass nicht zu, dass sie ihn reaktivieren. Lord, ich sehe es. Diese Verräter zur Rechenschaft zu ziehen. Und ich sah, dass es gut war. Rebellen in Sicht. Leute, AT-AT am Start. Wuhu. Wow, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Ich wechsle mal auf den großen Strahl hier. Bam, bam, Junge. Der ist zwar nicht so... Der hat zwar nicht so krasse... Eine krasse Schussfrequenz, aber... Er haut dafür gut rein. Meint ihr, ich krieg so ein X-Wing damit? Wohl eher nicht, oder? Was kann ich denn noch so nutzen? Nix, ne? Ah, doch. Ich habe noch nicht so oft hier in so einem Ding gesessen. Wechseln wir wieder hier auf das große Geschütz. Na, das hat uns bis jetzt noch nicht so viel geholfen. Rebellenbomber nehmen unseren AT-AT aufs Korn. Ja, ich sehe leider nichts. Keine Gegner in Sicht. Ich könnte mal hier ein bisschen auf den X-Wing schießen, aber... Na, das bringt nichts. Schade, das war's auch schon wieder. Könnte ich euch leider nicht viel Action zeigen. Manchmal habe ich mit den AT-ATs schon ordentlich aufgeräumt. Wirkt irgendwie auch so leer, der Server, obwohl hier alles voll ist. Ich habe zwei Leute gekillt, aber... Habe ich das gerade im AT-AT gemacht? Oder hatte ich vorher... Nee, vorher habe ich auch niemanden gekillt, oder? Nur angeschossen, den einen Typen. Hinten läuft einer rum. Wasserkanone. Braucht kein Mensch. Junge. Wieso ist das denn hier nicht möglich? Hä? Wieso sind die Rebellen so schlecht? Und nehmen die Uplinks nicht ein. Naja, soll mich nicht stören. Weiter hier nach vorne an die Front. Oh, der hat echt nicht viel Durchschlag, ne, das Gewehr. Du landest doch vom Kriegsgericht, Soldat. Ja, ja. Wenn du meinst. Ah, das Problem ist, die Rebellen können, glaube ich, hier links rum. Was? Die Y-Wings. Wow, mal schnell hin, oder? Oder bleibe ich lieber hier und verteidige den zweiten Uplink? Okay, ist schon deaktiviert. Dann bleibe ich lieber hier und verteidige den hier. Habe ich das Gefühl, dass hier auch gerade wieder ein paar Leute kommen. Wow. Da spawnen die Schweine. Ja, nein. Ich bin fast noch mitgenommen. Ich bin mir aber fast sicher, dass der E11 Blaster dann doch besser ist. Aber egal, ich bleib mal hier auf dem. Ich habe auch schon seit, glaube ich, circa 2 Wochen oder so diese Herausforderung. Ich könnte auch mal hier Dings fliegen. Ach, mache ich mal, Leute. Ich bin zwar eigentlich nicht so der Fan davon, aber dann kann ich euch mal ein bisschen was... Ach nee, kann ich nicht, weil ich dieses Blastergewehr nicht abstellen kann. Doch, jetzt ging's. Ich habe ja in der letzten Episode schon ein bisschen Probleme gehabt mit meiner L1, R1 Attacke. Ja, Fliegestab Omega, Junge. Was? Okay, der hat's drauf, der Junge. Beziehungsweise
Wahrscheinlich war ich einfach nur dumm. Hätte eine Ausweichmanöver machen müssen oder mein Torpedo abschießen müssen. Aber ihr kennt mich, Leute. Das Einzige, was ich kann, ist umziehen. Und zwar als Fußsoldat. Und vielleicht noch als Held. Also wenn ich Boba Fett bin oder so, oder Han Solo, da kriege ich auch noch einiges gerissen. Wer? Da unten. So, Thermaldetonator. Mal schön da über das Hügelchen werfen und hoffen, dass da wieder welche sind. Keiner da? Was ist los, Junge? Oh, das ist schon wieder ein... Ich könnte schon wieder hier Dings Flug-Action machen, aber hab ich keinen Bock drauf. Jetzt sieht's aber... nicht so gut aus. Obwohl man sagen muss, die Karte hier ist ja sowieso ein bisschen unfair, habe ich so das Gefühl. Zumindest was die ersten Schützpunkte angeht. Ich glaube, dann hinten wird es nochmal richtig schwer. Aber es sieht richtig cool aus für uns, sehe ich gerade. Wir haben da noch eine Welle und die Kampfläufer sind noch eigentlich quasi komplett voll. Das ist, habe ich so in der Form, glaube ich, noch nicht gehabt. So überlegen. Ich sehe es nicht, von wo ich beschossen werde. Wow, da sind glaube ich 4 Stück oder so. Oh, ich ziehe sie alle um. Ich zieh sie alle um. Was seid ihr eigentlich nichts anderes von mir gewöhnt, oder? Soll ich an, wie ich sie alle weg. Na schon. Nein, da werde ich geholt. Und gerade Merkmalstufe 3 bekommen. Oh nein. Aber wenn ich Glück habe. Jawohl, Merkmalstufe 2 noch am Start. An der Stelle hier ist es einfach brutal. Also. Nee, warte mal. Wir haben ja noch. Wir sind ja erst in der ersten Stelle. Aber trotzdem, erste Stelle und die Kampfläufer quasi noch. Fast voll. Das ist nicht schlecht. Aber die Stelle hier, die ist brutal. Also das ist... Das Lustige ist, im Prinzip ist das ja... wie soll ich das erklären? Man kann ja nicht dieselbe Stelle von einer Map für zwei verschiedene Spielmodi benutzen. Das kann ja nicht balanced sein. Denn... Seht mal her. Wir haben jetzt hier die Situation, dass wir hier durchrushen müssen. Und auf der anderen Seite was einnehmen müssen. Und in dem anderen Spielmodus, Turning Point, Wendepunkt, da ist es so, dass die Rebellen auf diese Seite hier durchkommen müssen. So, auf Deutsch heißt das ja, da dieser Turning Point Modus ja dafür gedacht ist, dass die Rebellen, es muss ja so ausgelegt sein, dass es für das andere Team ein bisschen leichter ist. Das wäre ja kacke, wenn, Soll ich mich mal kurz konzentrieren hier? Ja, ich hab's geschafft. Aber er wird's wahrscheinlich jetzt wieder aktivieren. Das wäre ja doof, wenn direkt am ersten, wenn der erste Punkt so gebalanced wäre, dass die Rebellen es gar nicht schaffen würden. Die Rebellen haben die Ablenkstation aktiviert. Wir müssen sie abschalten. Die Basen einzunehmen im Turning Point. Deswegen ist es, mein Eindruck ist so, dass die Maps so gebalanced sind, dass es von der Rebellenseite her leichter ist, nach hier durchzudringen als umgekehrt. So, jetzt haben wir aber hier genau die andere Situation, dass wir auf die andere Seite müssen. Und das ist, ich finde, nicht gebalanced. Es ist sehr schwer, hierhin durchzudringen. Sehr schwer bis unmöglich. Ja, ihr seht das, die haben freie Sicht auf uns. Bomber der Rebellen haben unseren Kampfläufer als Ziel erfasst. Und wenn die nicht komplett den Finger im Hintern haben, so wie jetzt, dann habe ich eigentlich auch keine Chance, hierhin durchzudringen und das Ding runterzufahren.
Okay, wir müssen schon aufpassen. Von hinten, ich wusste es. Ich weiß nicht, wie mein Team da den Typen so durchlaufen lassen kann. Manchmal habe ich echt den Eindruck, ich spiele alleine, ohne Witz. So, jetzt sind unsere Kampfläufer. Oh, nee, sowas kann ich gar nicht leiden. Die Schilde des Kampfläufers sind ausgefallen. Verteidig die. Ich muss irgendwie an die Front den Kampfläufer verteidigen. Das Feuer auf mich ziehen. Egal, sterbe ich halt, aber Hauptsache der Kampfläufer bekommt keinen Schaden. Ich werde auf jeden Fall beschossen. Von irgendwo. Oh, die Kampfläufer haben richtig ordentlich Damage bekommen. Man kann da auch nicht viel machen, wenn man jetzt, wenn die Rebellen da hinten drin stehen. In ihrem Spawn und von da schon auf den Kampfläufer schießen dürfen. Na, was willst du da groß tun? Nein! Oh, dieser Zielschuss, ey, das ist so lame. Ich glaube, das wird richtig schwer. Vor allen Dingen, wenn die hier rumpimmeln. Ey, was machen die da? Wie kann man da stehen und warten, dass die Rebellen kommen? Wir müssen angreifen, Leute. Wir müssen die Uplinks verteidigen. Wenn die Uplinks down sind, dann hast du so gut wie verloren, wenn die nicht ausgerechnet... Ja, komm schon. AT-AT. Jawohl, Junge. Schon wieder? Zweimal hatte ich es, glaube ich, noch nie. So, dann wollen wir mal direkt einen Orbitalangriff da hinten reinjagen. So, machen wir das. Viel sehen tut man ja nicht, wo was abgeht. Viele blaue Pünktchen. Da hinten laufen welche. Schießt aber auch ein bisschen höher, als ich sage. Guck mal, wo der hinterher schießt. Ich schieße da, ziel da unten hin. Und der zieht viel höher. Machen wir nochmal hier einen Eumel, bevor ich rausfliege. Der war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Ah, aber immer noch einen mitgenommen. Oh, noch einiges mitgenommen, glaube ich, so wie es aussieht. Aber das sieht nicht gut aus. Zwei Y-Wings haben sie im Moment angefordert, gleich. Sobald dann die Schilde down sind. Aber die Kampfläufer haben nicht mehr so viel Energie. Ich muss mehr mein Sprungpack benutzen. Ich bin halt nicht so der Fan von diesem Pussy-Style, den so viele Leute innehaben, die von irgendwo einen Schuss bekommen und dann... Oh, oh cool, hier ist Dings. Nein! Helden-Style. Wer bin ich denn? Oh nee, ne? Ach so, ich kann es aussuchen. Geil. Nehme ich natürlich Boba Fett. Geht mir aus dem Weg.
Ich weiß nicht, ob einer von euch noch mega alt das Spiel von auf N64. Star Wars Shadows of the Empire hieß es, glaube ich. Da war auch genau dieser Soundtrack. Was denn? Und da konnte man auch gegen Boba Fett kämpfen. Hä, wer war? Ach so. Rebellen geopfert. Ich krieg kein Geld, solange du lebst. Irgendwann krieg ich dich. Es wird Zeit zu beenden. Jawohl, jetzt werden hier ordentlich Rebellen vernichtet. Oh, nice. Der hat gesessen. Von meinem Teammate. Ich glaube, die Polen hier sind gar nicht so schlecht. 30 zu 10 ist so gesehen eigentlich nicht schlecht, aber wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass leider einige Karten nach wie vor noch ziemlich unbalanced sind. Unter anderem diese. Es ist eigentlich so gut wie unmöglich, hier auf der Imperium-Seite zu gewinnen. Also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft und immer wenn ich Rebell war, habe ich auch gewonnen. Also ist auf jeden Fall echt übel hier, die Karte fürs Imperium. Weil einfach die Uplinks so schwer einzunehmen sind. Gut, ich würde sagen, das reicht für diese Episode. Wir sind jetzt schon bei 17 Minuten. Eine weitere Folge hier, Kampfläuferangriff, wäre dann wahrscheinlich über 30 Minuten. Das ist ein bisschen zu lang. Deswegen sage ich an dieser Stelle hier vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Schaltet auch wieder ein zu den nächsten Episoden Star Wars Battlefront hier auf meinem Kanal. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefällt. Und kommentiert auch mal gerne was. Denn das ist quasi das, wofür ich das Ganze hier tue. Eure Kommentare, euer Feedback. Ich möchte ja, dass ihr teilhabt am Spielgeschehen. Also würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, ein paar Kommentare da lasst. Und bis dahin, ciao, ciao, euer Silent.